Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen React und auch damit zurück an alle Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ich war gerade mal wieder dabei, meine The Legend of Zelda Folgen hier zusammenzuschneiden und dann kam gerade wieder was Neues in meinen YouTube-Algorithmus rein, das mir vorgeschlagen wurde und ich habe mir gedacht so, ich habe mich ein bisschen geäumelt und habe mir gedacht so, hey, machen wir doch mal was dazu. Es ist ein React und zwar ADHS Meet 44. Ich habe ja anfangs immer mal gesagt, so ich möchte eigentlich kein so YouTuber sein, der einfach nur Billo auf irgendwelche Fun-Videos reactet und sich dabei einen Schlapplach. Gut, wir haben es schon einmal bei Kaya Jana gemacht, aber es soll nicht das Hauptthema auf meinem YouTube-Kanal sein. Wir bleiben immer noch ein bisschen bei den Let's Plays und vor allem eben die Spiele, die mir gefallen. Das habe ich ja damals, als ich vor... Ich sollte eigentlich gerade mal zurückgehen. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, seit ich diesen YouTube-Kanal mache. Und ich habe vor anderthalb Jahren mal gesagt, so... Ich spiele das, was ich will. Ich spiele nicht das, was AAA-Titel sind oder das, was gerade angesagt ist. Ich spiele vor allem das, was ich will. Und da ich jetzt gerade erst wieder für die kommenden vier Tage The Legend of Zelda zusammengeschnitten habe, habe ich mir gedacht, machen wir doch als kleines Zwischending, bevor wir mal wieder ein anderes Zwischenprojekt anfangen. Hier so ein kleines React. Reacts hat man ja letzte Woche ein paar mehr. Ich habe ja gesagt, wegen diesem einen Projekt, wo ich mal abends immer wieder aus dem Haus musste. Aber das ist vorbei und das... Ich würde mal fast sagen, mit diesem Video beenden wir dann unsere erstmalige React-Welle und dann machen wir uns erstmal und konzentrieren uns dann immer weiter erstmal auf meine Let's Plays. Und jetzt viel Spaß, denn wir gucken Folge 44 ADHS Meet. This is the moment you've all been waiting. Wer von euch sagt, ich ticke nochmal? Ich würde sagen, eine Prostituierte verkauft ihren Körper. Macht mein Konto leider nicht mehr mit. Meins. Scheiße. Eine Prostituierte verkauft ihren Körper. Macht mein Konto leider nicht mehr mit. Ah, herrlich, es geht schon mal gut los. Ich muss ganz am Anfang noch sagen, wenn man keine Ahnung von sowas hat, und ich habe damals... Als ich angefangen habe mit der Videobearbeitung und ich mache jetzt wirklich nicht viel Videobearbeitung in meinen Videos. Und wenn ich dann solche Videos sehe, da habe ich vor allem immer Respekt vor den Leuten, die sowas zusammenschneiden mit so Effekten, dass es dann am Ende so ein Produkt gibt, das dann so gut aussieht. Willkommen im Abfalleimer. Alleine, wie man das hinkriegt, in so einem TikTok-Video dann da die Gesichter so reinzukriegen, dass sie sich immer mit dem Ding bewegen, mit der Figur. Einfach zugemacht, habe ich. Ich Frechdachs. Oder dass einfach sowas durchs Bild fliegt, weißt du? Das ist, wie man echt sowas hinkriegt. Und dann, es muss einfach, also brutal, was solche... Ich weiß nicht, was solche Cutter verdienen, aber es ist eigentlich irgendwie zu wenig, glaube ich. Hallo. Hallo. Hi. So. Ja, hallo. Was geht ab? Hallo. Sei gegrüßt. Here we go again. Los geht's. You probably wonder about the extent to which the sound you're hearing is compromised by whatever it is that YouTube does to it. Let's talk about that. Transfer target package. Charlie 24. Hi, Captain. Und Dennis macht Feuer jetzt. Oh, jetzt geht ab. Okay, pass auf. Feste! Los! Was zur Hölle? Ich muss mal ganz kurz entrichten. Oh, kennt ihr das, wenn da so... Na, also die Hälfte von euch wird das wahrscheinlich kennen. Das ist auch so ein Ding. Ich würde mal fast sagen, also wahrscheinlich sind 90% von der Leuten, die Pete's Meet zuschauen, wahrscheinlich eher männlich. Die andere Hälfte denkt sich gerade, was hat der für eine Bewegung gemacht? Kurz aber in die Hose geschissen? Nee. Nee. Oh, erstmal den Sack richten. So. Nicht sehr gut. Ja, weil wir Männer sind? Nee. 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 Es finde ich so hart. Ich meine,
wie viel Mediummaterial muss dir da überall zur Verfügung stehen, dass du dann so eine Frage nimmst und du nimmst aus 5 anderen Aufnahmen, nimmst du so ein Nee oder Nein rein, um das dann so hintereinander zu schneiden. Ich habe nichts mit Reißverschluss an mir gerade, weil ich mich immer anziehe wie ein 14-Jähriger. Oh shit, here we go again. Chemische Kastration. Aber sexuelle Selbstbestimmung ist ab 14. Chemische Kastration. Hey, hast du Leute gegen meinen Fetisch? Ja. Oder weißt du, jetzt wirklich die Leute in so einen Gerichtssaal reinmorphen, dass das dann wirklich so aussieht. Also es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Compilations da gucke immer oder vor allem eben dieses ADHS-Meet oder so oder Best of Pete's-Meet, diese Zusammenschnitte, ich bin so total der Fan davon, was die Cutter da immer für eine Arbeit reinlegen. Achso. Ja. Hä, hey, das ist voll schnell. Ich kann nicht, ich muss ja noch zwischendurch meine Jokes machen. Wait for it. Gefrorene Eische haben wir gemacht. Ist ja auch schon mal was. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja. Ja, dann damit richtig vorlesen. Ja, da muss ich mich auch mal selber loben. Das habe ich gut gemacht. Der Mann, ja, der ja, ist super schlau. Mal hier die. Da steht da der Peter. Die Luftcam. Oh, Arsch, einfach Peter weggerammt. Ja, nein! Ah ja, jetzt mal. Alter, du hast mich so weggeschossen, dass ich jetzt ins Wasser falle. Der Chris, Strafschlag! Strafschlag. Ja, ich weiß. Das ist belastend. Ja, ich weiß. Das ist ja belastend. Peter robbt wieder ran. Geiler Robber bist du. Videospiel Nummer 7. Kaboom! So macht man Witze. Das sollten sich auch die lieben Zuschauerinnen und Zuschauer merken, glaube ich. Christian ist jetzt mit der lilanen Krawatte der Unrasierte. Der Rasierte. Ja. Da muss man dann weiß gleich aber nochmal arbeiten. Wenn die lila ist. Verwirrung. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Hä? Was geht ab, ihr Geinschnittchen? Willkommen zu Minecraft Adventure Map mit Soldaten. Oh, wo du Spaß kommt. Okay, ja, ich warte hier auf die Musik. Mehrere rote Stäbe. Habt ihr die Musik an? Ja. Ich bin oben! Die Folge habe ich auch gesehen, die war auch herrlich. Im Grund, Peter. You hear that, boy? It's the sound of snow falling. Selben jetzt runterfallen. Wollen wir jetzt mal was weniger Brutales machen? Bonusfolge. Ja, 3, 2, 1. Samstagabend, ihr Geilschnittchen. Trash Night mit dem Mongo. Und mir, dem Peter. Und wir dachten uns, hä? Kein Affe aus. Gott, die Folge habe ich auch gesehen, ja. Drück mal drauf. Listen close, I got duct tape and rope. I leave you missing like the fucking old balance. Fetcher tot! Hä? Was spawnt ihr da? Eine paar fröhliche Kriegsverbrechen später. Fröhliche Kriegsverbrechen. Das war auch ein Luckshot, ja. Nein! Ein Headshot! Guck dir an, von wo? Von hier, ja. Alter, dieses Spiel ist einfach so abwegig. Nein, echt jetzt. Kaboom! So macht man Witze. Können wir jetzt mal was weniger Brutales machen? Okay. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Runde. You are watching a master at work. Münzen, jawohl! Oh, warte, ich mache das Ganze jetzt lukrativer. 2 Münzen. Ja, erstmal Münzen. Oh, noch eine Münze. Schon wieder Münzen. Das kann doch nicht sein. I'm gonna get him now. We're paying around these points. Fünf Spiele, ey. Okay.
No. Herr Green fragt Pietzmiet. Seid ihr mit Waram Kemescht, zufrieden? Das Penis-Enlargement, Freunde! Und dann schneidet man so Szene rein, das ist einfach herrlich. Blut und Eisen und Schmutz. Ist unangenehm alles. Ja, sehr ist alles voller Pilze. So vom Entertainment-Faktor, so würde ich jetzt zumindest einschätzen, eher so Second-Screen-Experience, so. Ja, nee. In meinem Kopf schon, aber praktisch wird das, glaube ich, schwierig. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin ausgestattet, wie man ausgestattet sein sollte. Wie Noppenkondom. Schlange, Schlange. Wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mit welchem Körperteil schmecken Schmetterlinge? Mit dem Rüssel, oder? Hätte ich jetzt mal schwer gesagt. Kommt wahrscheinlich wieder so diese J.Pietzmiet hier Tierarztnummern, aber keine Ahnung, einer Insektenkunde, was weiß ich, kommt keiner mit seinem Schmetterling zum Tierarzt und sagt, oh Gott, mein Schmetterling geht's nicht gut, können Sie da was dran machen? Ja, da habe ich natürlich eine Impfung für Sie parat, da spritze ich kurz in den... Nee. Alles rein, bei mir scheißegal. Spritz mich zu ins Kleine. Wie viele Herzklappen gibt es im menschlichen Körper? Weißt du das, Jay? Dadurch, dass du, also ich meine, du hast halt also, mit Tieren gearbeitet. Ich weiß halt nicht, wie sie es zählen. Das heißt einmal, also es heißt Trikuspidal und Bikuspidalplatte. Jetzt ist die Frage, Tri und Bi ist natürlich, ich glaube, die zählen. Bikuspidale Aortenklappe ist die häufigste, weil bei der bikuspiden Aortenklappe sind nur zwei statt der normalen drei Klappenhöcker vorhanden. Zählen dann als fünf. Shame, shame! Das Basiswissen: Alle Säugetiere besitzen vier Herzklappen. Vier hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich war ja jetzt damals nie so gut in Biologie, aber ich weiß ja, wir haben, ich meine, hier oben steht es ja jetzt sogar auf dem Ding. Linker Vorhof, rechter Vorhof, linke Kammer, rechte Kammer. Ich hab mich da, wo ich das vorher schon mal geguckt habe, war ich noch an der Antwort und ich wusste doch, wir haben irgendwie zwei kleine Klammern und zwei Klammern. Wir haben zwei kleine Kammern im Herzen und zwei große Kammern im Herzen. Und die einen ziehen das Blut über die Venen rein, schieben es durch die Lunge und auf der anderen Seite kommt es auf der Lunge wieder in die anderen beiden Kammern und die drücken es in den Körper. Das ist jetzt bestimmt natürlich medizinisch sowas von schlecht umschrieben, aber so ungefähr ich das damals noch aus dem Biologieunterricht im Kopf und der ist bei mir, Gott, auch schon wieder 20 Jahre her oder so. Alle Säugetiere besitzen vier Herzklappen, aber ich hätte auch gesagt, ohne jetzt vorher das Video schon mal geguckt zu haben, ich hätte gesagt vier, weil ich weiß, wir haben ja auch vier Kammern und für jede Kammer muss es ja eine Klappe geben zum Aufzumachen. Shame. Große Herzkammer in den Körper, kleine Herzkammer in die Lunge. Also sag ich vier. Logic. Hallo! Was geht ab, ihr Geilste? Bekommt Frust, da kann ich nichts für. Das liegt am. Vor allem, wie man auch dann solche Effekte dann hinkriegt, dass es dann aus dem Spiel so aussieht. Dann hey. Computer. Heute geht Andi. Es ruckelt. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin. Halt, stopp! Hallo! Was geht ab, ihr Geilste? Bekommt Frust, das kann mir doch keiner erzählen, dass ich zwei Schanks finde. You did the same joke about three times already. I don't think it's funny anymore. Sound muted. Naja. Wir haben zwei Waffen mit Schalldämpfer, das ist... Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen sneaky-beaky-like machen, um auch den Vorteil... Die Folge habe ich auch gesehen, wie gesagt. Sich voreinzustellen. Ich guck ja gern Pietzmiet-Videos, gerade wenn ich so am Video bearbeiten bin und dann hier ein bisschen cutten und noch einen Effekt vorne und einen Effekt hinten und dann läuft immer so auf dem Sekundärmonitor irgendein Video, habe ja gesagt, Gordon Ramsay, vielleicht mal Hand of Blood oder ganz, ganz gerne Pietzmiet. Also die Fortnite und die PUBG-Turniere, die gucke ich ganz, ganz gerne bei Pietzmiet und auch mal so Ratequiz und die Reacts manchmal und Perfect Heist war zum Beispiel auch mal immer ganz lustig.
und dann Schlange, Schlange. Rein sprayen. Fueled with the terror of becoming prey. See how quickly we become predator. See how quickly civilization disappears. Dann lacht der Peter. Ja. Er weiß überhaupt nicht von wo. Oh Gott, die Zone. Vielleicht wir sind das Volk. Wir finden dich schon. Ein guter Sniper. Dein Maul, du Rocket Bean, Alter. Nee, hinter mir eingeschlagen sind die Sachen irgendwo. Müsste ich eigentlich mehr oder weniger darauf zulaufen. Okay. Gehen wir davon aus, wenn jetzt einer da ist, dann ist er jetzt ja quasi sofort hier oben drauf. Ja, lustig, weil ich gucke da jetzt auch immer wieder gern zu. Ich habe damals PUBG gespielt, da war es noch Beta-Version, also noch nicht mal 1.0. Da war es noch Early Access, wo ich so dermaßen lange PUBG gesuchtet habe und später dann habe ich, als es dann offiziell rauskam, habe ich irgendwie die Lust dran verloren. Und wenn ich dann halt sehe, was es da neues Zeug immer wieder gibt, da neue Aufsätze, neue Waffen, hey, da blicke ich bei gar nicht mehr durch, wenn ich es jetzt nochmal spielen würde. Gott, jetzt hat Bram den Vorteil, weil Bram jetzt von hinten kommt. Er ist der Snob, ist der Boss, ist der Godfather. Fuck. What's your profanity? Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen EFT-Turnier! Kill me now! Was ist denn das? Es sieht jetzt auch besser aus, ich habe eure Kommentare gelesen. Dann habe ich Vorsicht nicht mehr an. Kill me now! Die 144 FPS schaffen wir jetzt nicht so ganz. Alter, meine Grafikeinstellung ist so viel geiler. Halt die Fresse! Viel Spaß. End of Flashback. Es sind alle dabei, außer dem Jules, dem Jonathan, dem Bram und mir, dem Peter. Peter. Es ist her, dass ich hier sitze und die anderen schon spielen. Okay, halten wir das mal fest im Hinterkopf. Okay, hier vorne kann einer in diesem blöden... Oh, passt dieses Visier auch auf die Revolver-Schrotflinte? Ich habe das immer auf der MP155 drauf gehabt. Pickladen, Spawn. Okay, man lernt nie aus. Fest im Hinterkorb. Was immer dabei? Okay, wie sieht's also aus? Diese, wir haben Frame. Diese Zusammenschnitte, gell, weißt du? Und dann so kurzer Musikeinspieler und die Farbe ändert sich. Also, der, wo das Video als macht hier, der muss richtig Ahnung haben davon. Das ist wirklich so. So möchte ich meine Videos auch mal machen können, aber da habe ich wahrscheinlich zu wenig Zeit und zu wenig Geduld dafür. Oh. Let's try oder so. Ich hoffe, ihr seht das so gut wie ich. Oh! Alter, mir schwitzen die Hände jetzt schon. Lass ihn denken, ich bin tot. Denkst du? Oh no, 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 no. Er ist hochgerannt. Er kann mich eigentlich nicht treffen, außer diese Granate, die neben mir eingeschlagen ist. Oh. Kannst du mal einen größeren Sprung machen? Okay, wir facen ihn jetzt. Okay. Das ist halt das Miese, wenn du nur 5 Schuss in dieser Schrotflinte hast und die sind weg, dann dauert das Nachladen halt immer extrem lange. Aber ich überlege jetzt gerade, mit der Schrotflinte wäre es eigentlich ja fast noch geschickter, eine Saiga 12 mitzunehmen, weil da hast du auch die Billo 5-Schuss-Magazine, aber die sind schneller nachgeladen. Okay, Martin, ein One Last Shot. Headshot tot! Total lucky, gell? Run that back. Headshot tot! Oh, ich könnte mich so aufregen. Weglaufen ist eh was für Loser. Was? Und? Was? Die Szene habe ich auch gesehen. Ich bin mittlerweile Team stehen bleiben. Meanwhile, at the Krusty Krab. Digga, was blockt mich denn hier die ganze Zeit? So eine scheiß Kiste. Kisten und Fässer von George McRae. Seit 1986 in jeder Videospiel siehst du eine Fa... Meanwhile, back in the Lowlands. Das ist eines der beschissensten Gefühle bei EFT, wenn du so eine Ding...
wenn du wirklich so eine AK gefunden hast und dann willst du abdrücken und es kommt nur. Ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das Ding hat eine Fehlfunktion. Die krieg ich nur mal weg. Ich weiß es nicht mehr. Er weiß es nicht. Lernkurve horizontale. Ja. Hey! Bevor du verbrennst. Spiel denselben Song nochmal. Mit 10.000 Fans und dann. Ach, er trinkt schon wieder, ey. Ah, das Gesicht. Ja. Das ist jetzt sind wir mal ehrlich, was soll ich mir das hier angucken? Wir können nichts. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Google übersetzt Videospiele. Heute mit Bram, Sebastian, Peter. Wir beginnen bei Nummer 3 mit dem wunderschönen Bengalisch. Volle Note, halbe Note, Punkt, Dreieck, 2-2. Fatality. Was? Das fand ich auch so geil. Die Show habe ich auch gesehen, weil es das vorliest. Und er kann die einzelnen Buchstaben in volle Note, halbe Note, Dreieck, 2-2 Strich. Also Google Translator hat was für Bengalisch. Soll ich das mal versuchen nachzusprechen? Ja, ja bitte. Murhun ho. Murhun, Morhun oder was? Ja. Ob man daran irgendwie, ich kann es, ich habe keine indische Wortnotiz. Ich kann dir natürlich noch aus dem Oromo etwas geben. Muhun Jedu. Das ist wirklich was. Das ist Morhun. Bam. Das ist Morhun. Oh, das ist herrlich, ja. Du dummes Stück Scheiße, ich hasse dich! Mama, den geilen Schnittchen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Oh. Arschloch! Licht ab, er ist aber weg. Naja, die Fusa. Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommen zurück zu einer Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Nee, stopp, das ist der falsche Part. Ach, egal. Ich bin gar nicht mehr jung. Der Flank der Woche. Genau so. In a Flashback. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach, geh zur Seite! Aber ich werde hier abgeaimt von einem. Von einem. Zu einer neuen Folge. Ach, geh zur Seite! In der Mitte. Zumindest hat er das gerade noch. Jay ist in der Mitte. Also Jay? Ja. Ups. Hallo? Ja, ich versuche Sepp gerade zu retten. Das wollte ich. Oh, das ist Jay. Danke, Peter. Der ist schon Mitte. Alter, ich hab fast Jay getötet. Ja, das wundert mich nicht. Ach, du, da fällt nicht gerade, Bram. Nee. Das Fenster nicht im Blick. Also, Bram, ich glaube, die denken, wir kommen hier. Oh, ja, moin. Berühmte letzte Worte. Letzte Worte. Wo bist jetzt du denn? Jetzt bist du aber auch auf A. Ja, B. Jetzt müssen wir auch auf B, was? Nee, jetzt müssen wir auch auf A eigentlich. Hä, Alter, was sind das für confusing Ansagen hier? Nein, er ist auf B gestorben, hat er gesagt. Ja, aber er hat gesagt, ihr müsst dann auch auf B. Nee. Nee, das habe ich nicht gesagt. Wo bist jetzt du denn gestorben? Jetzt bist du aber auch auf A. Ja, B. Ah, oh, fuck, nein, Arsch, 2 auf links, auf A, B. Hab ich? Wo bist du? Ich kam über Mitte. Kann einfach nicht. Vergiss deine Termine, kommst sie mal am Besen, mach's nur noch Habib. Neues Reinbein. Reinbein. Reinbein einschenken! Au. Hm. Er schießt mich, Bam. Kabül! So macht man Witze. Ja. Da kommt einer, da kommt einer. Fenster, links, Jay. Oh Gott.
Flashbärchen. Ich frech, Dax. Boah, Counter-Strike ist bei mir auch schon ewig her. Wüsste es auch nicht, ob ich das heutzutage nochmal spielen würde. Und Alter, diese Grimassen in die Kamera. Da können wir im Kontrollbericht direkt anmarkern. Moment. Passfoto Scheiße. Emma, willst du abmoderieren? Himmelblau, schalala, la, 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 la. Ich bin himmelblau. Muss ganz ehrlich sagen, ich finde wirklich, also mein allerhöchstes Lob an jemanden, der sowas zusammenschneiden kann. Oder ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist ja auch ein Team aus mehreren, die hintereinander arbeiten mit einzelnen Effekten oder sowas. Aber ich meine, du musst ja mal ehrlich sagen, du nimmst dir da so Videomaterial von ein, zwei Wochen vielleicht irgendwas und schneidest da die besten Szenen raus, alleinig schon, was das für eine Arbeit macht, alles zu sichten, dann das rauszuschneiden und dann das zusammenzucutten und dann noch Musik unterzulegen und Effekte unterzulegen und dann auch noch alles so zusammenzucutten, dass so ein Video am Ende dabei rauskommt mit 18 Minuten 43 Länge. Boah. Also ich glaube mal ganz ehrlich, wenn ich die Videos so cutten würde und ich würde sie wahrscheinlich nicht mal im Ansatz so genial hinkriegen, dann würde ich wahrscheinlich auch nur ein Video pro Woche oder so hochkriegen, wäre jetzt falsch formuliert, raushauen könne. Man muss ganz ehrlich sagen, so. Das ist echt so. Also, ich mag diese Videos wirklich. Da ist wirklich Highlight an Highlight an Highlight. Gut und witzig zusammengeschnitten. Wie gesagt, hey, wirklich, wirklich Respekt an die Person, die das so zusammenschneiden kann, hey. Aber dann würde ich sagen, das beendet. Das nehmen wir mal jetzt als Ende unserer Reaction-Welle. Und dann, wie gesagt, am Anfang des Videos habe ich es ja schon erwähnt, wir bleiben mal wieder weiter bei unseren Let's Plays. Und aber es war echt toll, mal wieder sowas anzugucken und mal ein Video drüber zu machen, mal wieder ein bisschen was anderes zwischen reinzuschneiden, weil ich weiß, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom werden wir noch lang genug dran sitzen, was jetzt momentan rauskommt. Und dann werden wir demnächst nochmal wieder ein anderes Zweitprojekt anfangen. Und damit sage ich, ciao Fans, gute Nacht, gehabt euch wohl.